Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan. Ein bisschen eng für unseren gewaltigen Recken. Und ich habe mal mir zwei Kisten gebaut. Eigentlich hatte ich, um ehrlich zu sein, vor... Ich hatte so richtig vor, eigentlich hier noch ein Storage hinzubauen. Ne? So ein richtiges Storage. Aber das habe ich dann wieder verworfen. Wenn wir trotzdem, wenn wir jetzt fortgehen, damit wir nicht alles verbummeln. Na, falls wir sterben. Und man braucht halt immer eine gewisse Menge, um sich... um sich was herzustellen, ne? Alter, ich weiß nicht, inwieweit man das Weizen hier braucht. Da haben wir eigentlich so viel, ne? Ich leg mal wieder meinen Bogen hier rein. So. So, dann haben wir zwei. Die anderen beiden Kisten sind proppend voll. Und ich denke, wisst ihr, erst habe ich gedacht, okay, bauen wir uns hier ein Storage hin. So, machen wir hier eigentlich Fleisch rein? Ja. Jawohl. Brauchen tun wir es nicht richtig, aber... Macht der hier noch was? Das sind schon Fleischfetzen, ne? Damit können wir schon was machen, oder? Ich esse mal. Okay. Ich glaube, wir müssen mal zum Fluss auch noch hin. Denn ich habe einiges getrunken auch. Ja, ich habe gedacht, vielleicht hier eine Storage hin. Damit wir lagern können. Aber ich würde die Storage dann doch eher dorthin tun, wenn wir doch noch ein bisschen mehr... Da oben sind auch Leute. Feinde oder Freunde, wer weiß das schon. Ich würde gerne mal hier so raufgehen, nur ich weiß nicht, inwieweit mir dann die Hyänen Strich durch die Rechnung machen. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht hier so raufklettere, wisst ihr? An den Felsen dort raufklettere. Und dann mal schauen, inwieweit dort oben noch irgendwelche Vorkommen sind. Dort hinten waren noch irgendwelche Kohlevorkommen noch, oder? Hatten wir die nicht, diese Hyänen hier schon mal in ihre Schranken gewiesen? Schauen mal. Aber davor würde ich mal erst tatsächlich noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Ich glaube, da unten war welches. Dann brauchen wir nicht auf unsere zweite Wasserreserve erstmal zuzugreifen, sondern nehmen die so, wie sie kommen. Ja, die Antilopen, die sind nicht ohne, ne? Wie war das jetzt nochmal? Ich merke es nie. Mist. Hua. Irgendjemand ist da. Entweder wir gehen ins Wasser. Wenn wir am liebsten. Da ist aber jemand mit ins Wasser. Ah. Ach, einer. Und einer kommt. Nee, zwei. Sei gegrüßt. Seid gegrüßt.
blöden Jäner. Die machen uns echt das Leben zur Hölle. Jetzt. Das ist eine kleine. Wenn wir so eine kleine zähmen könnten und die so als Haustier, das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Dann hätten wir noch einen Begleiter an unserer Seite. Weißt du, ein kleines Viech hätte ich beinahe gesagt. Ja, diese blöden Hyänen sind echt überall, ne? Was ist jetzt schon wieder? Wir kommen jetzt. Ah, sei gut. Alles gut. Aber die müssten natürlich, ne, so ein Krokodil, der müsste natürlich im Wasser, müsste der uns zerreißen, ne? Das ist fucked. Im Wasser ist ja der um einiges agiler als auf Land. Komm mal schlecht durch, ne? Also da oben sind sie, ne? Jetzt geht unter. Wo ist der zweite? Ja, danke. Oh, wirklich? Nein! Geh weg! Geh weg! Geh doch weg! Ist das ein Idiot? Manchmal ist er ein Idiot, wisst ihr? Ist er tatsächlich von hinten gekommen? Blöde Bestie. Ja? Ja? Aber der andere muss natürlich wegbleiben. Mist. Der bleibt aber nicht weg. Was? Sind die schnell? Oh, da ist noch einer. Oh, es sind schon drei. Ja, okay. Ich sehe es ein. Ihr habt mich besiegt. Sei gegrüßt. Na, schauen wir halt mal hier noch ein bisschen. Wir wollten ja noch ein bisschen Exploration machen. Hier ist auch Wasser. Achso, das ist der richtige Fluss. Oder teilt er sich? Hier geht es ja. Von diesen großen Statuen geht ja der Fluss weiter, ne? Und dort hinten dann ist irgend. Irgendwas anderes. Eine Steinformation. Um ehrlich zu sein, so ein Zweizuhause dort drüben, wo die Hyänen sind, ist natürlich nicht so schlecht. Ne? Oh, die haben auch einen schönen Standort dort oben, ne? Finde ich schön. Echt ein schöner Standort hier oben. Ah!
Tja. Crocodile Dundee. Aber der wehrt sich nicht, ne? Lässt sich. Der lässt sich echt hier verkloppen. So, wir wollen ja mal hier hinschauen, ne? Es ist einfach von den. Von den Eisen. Vorräten. Es ist einfach. Einfach nicht schön. Wie viel macht denn da eigentlich mein Bogenschaden? Nur mal so als Gag. Ich habe nicht gedacht, dass der darauf kommt. Okay. Okay, in der Fahrrelager haben wir ausgekundschaftet. Noch nicht wirklich, aber hier. Ja, aber schaut mal hin. Da ist irgendwo in der Pampa ein klitzekleines Stück Eisen. Nee, wo sind das? Vanadium. Das ist allerhand. Oh. Weitere Statuen. Weitere Bauten. So, schauen wir mal hier an der Seite entlang, ob wir vielleicht noch irgendwelches Eisen finden. Aber es sind schon unsere Statuen da drüben, oder? Was? Was will ich interagieren? Es sieht nicht viel besser aus hier mit Eisen. Ich sag's nicht gern, aber hier noch ein Camp. Ja, ne? Müssen wir schauen, wo. Hier sollten wir uns auf alle Fälle ein Camp aufbauen. Hätten wir uns das Holz doch mitnehmen sollen. Früchte? Was brauchen wir für Früchte? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier. Dass noch was dazu haben. Da kommen ja immer zu Updates. Für die Mod, die große, die ich drauf habe. Ne? Ja, hier sollte man. Hier würde ich, um ehrlich zu sein, gern Lager hinbauen. Ist es hier sicher? Müssen wir bei Tag mal anschauen. Ob hier das relativ sicher ist. Hier geht es ein bisschen runter. Hier unten können wir auch nochmal entlang schauen. Hier gibt es Wald, also Bäume, ein bisschen Stein. Ich baue mal noch ein bisschen Stein ab, denn ich denke, wir haben zu wenig mitgenommen. Damit wir uns, machen wir uns wieder so ein kleines, ne? Und dann müssen wir natürlich wieder eine Kiste. Die Kisten sind nicht ohne. Da brauchen wir, glaube ich, Holz ohne Ende. Bei den Kisten und Pflanzenfasern brauchen wir da auch. Danke. Ja, ist so schlecht. So schlecht ist es hier gar nicht. Dort
unten sind Leute. Aber die dürften uns eigentlich hier oben nicht tangieren, ne? Wenn wir es hier hinbauen. Ich würde sagen, hier unser Camp hin. Ich schaue mal noch ein bisschen nach vorne. Hier unser Camp Numero. Was ist das dann? 1, 2, 3, 4, ne? Camp 4. Brauchen wir aber tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Oh, da hinten. Schön. Was sind das für große ehemalige wahrscheinlich Tempelanlagen? Schauen wir nochmal hier runter. Ich denke, die Plattform hier ist nicht das Schlechteste. Ha. Wo geht's hier rauf? Wir kommen von hier unten. Na, wir schauen mal oben entlang. Was da oben uns erwartet. Ich denke, Hyänen, aber... Wahrscheinlich finden wir nie wieder zurück, aber der Fluss könnte... Hier hinten, ne? Hier hinten sind die großen Statuen. Okay. Hier ist ein riesiger Platz. Und hier hinten haben sie sich ein Zelt hingebaut. Okay. Schauen wir, ob es hier irgendwas gibt. Nee, nur Stein. Doch, doch, da hinten. Da müssen wir ein bisschen in die Ecken rein, aber ganz wenig, ne? Einfach ganz wenig. Ne? Obwohl, es ist immerhin ein Platz, wo man ein bisschen farmen können. Ne? Es ist nicht viel. Von Kohle mal ganz abgesehen, weil die habe ich bis jetzt nur an dem einen Ort gesehen. Hier sieht es auch aus, wenn nicht ganz so viele Feinde da sind, ne? Dort hinten, das könnte was sein. Doch, hier. Hier ist einiges. Hier bauen wir hin. Hier bauen wir unser Camp hin. Genau hier. Okay, was brauchen wir dafür? Ich weiß genau mehr, wie viel. Ich glaube, 4 reichen hier, oder? Und dann hatten wir... Boah. Weiß ich echt nicht mehr. Wir könnten auch ein Holzschrägdach machen, übrigens. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. So, wo ist unser Schrägdach? Hier. Ich glaube... 1, 2, 3, 4 waren es, glaube ich. Und den Rest müssen wir dann mal schauen, ne? Achso, wir müssen ja noch... Das vergesse ich immer zu gerne. So. Ah gut, wartet. Ja, essen wir gleich noch was. Ich denke, hier ist kein so schlechter Platz. So, also... Ja. Ja, ich weiß nicht. Ist es so gut hier? Naja, komm. So. Was? Oh, hier geht's nicht. Wirklich. Nicht der Ernst, oder? Aber hier geht's. Okay. Hatten wir... Das war der Raum? So klein, echt? Und da haben wir so viel hingebracht.
Oder haben wir noch einen? Schon. So. Na gut, warte, wir machen erstmal eine Tür. Vorne hin. Eine Tür. Ja. So. Dann auf. Machen wir erstmal die Tür rein, ne? Ja, doch. Das könnte hinhauen. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ach so, meine Fackel. Ja, eine Fackel brauchen wir. Gut, wir brauchen allerdings noch zwei obendrauf, ne? Richtig? Nee, warte. Hä? Ach, jetzt. Hey, hatten wir das schon immer so? Das haben wir noch nie so. Das hat man auf keinen Fall so. Das hat man anders. Das hat man nie so hoch. Hallo? Ah, jetzt haben wir zwei. Ja, ist egal. Das haben wir noch nie so gemacht. Ich weiß es ganz genau. Das haben wir viel kleiner. Oh, man. So. Ich weiß, dass wir es kleiner hatten. Na. Ja, eigentlich. Ja! Genau. Obwohl, passend tut's, ne? Hat man das echt immer so groß? Ich hatte es doch anders gemacht. Ach nee, jetzt weiß ich, wie ich es gemacht habe. Ich habe oben zwei Decken noch hin. Naja, jetzt ist sie gut. Jetzt ist sie gut. Ja, klar. Ist logisch. Verstehe ich. Huch. Ich hab gar nicht. Bei meinen. Wir sind dann so drin, ne? Schaut mal hin. Wir werden beinahe gestorben. So, aber wir hatten irgendwo, hatten wir schon mal so ein Ding hier hingezimmert. Meines Erachtens. Ja, dann brauchen wir ja doch noch. Na. Wenn wir schon so ein Ding hier hinzimmern, brauchen wir es halt doch noch, ne? So, und dann brauchen wir noch eins. Zwei von, ja, welchen, ja, ist immer das Ding. Ich glaube erstmal die hier, ne? Achso. Das merke ich mir nie. Ja, man muss einfach nur drauf schauen, ne? Wo die Außenseite ist. Dann ist es einfach. Aber ich mache es jetzt nicht verändern mehr. Sei es drum.
Dann mache ich aber auch das andere noch so falsch rum. Dann hat es irgendwie einen außergewöhnlichen Charme. Einen außergewöhnlichen Charme. Was fehlt uns denn? Für die letzte. Was fehlt uns denn für die letzte Achse? Holz! Ich wusste, dass wir Holz brauchen. Dann machen wir gleich so, damit wir ein bisschen Rinde mitbekommen. Denn ich denke, hier sind trotzdem ein paar Ressourcen, die wir einsammeln können, wisst ihr? Sei gegrüßt, Häschen. Du bist echt... Wir brauchen dann auch noch eine Kiste, ne? Ja, doch. Aber Arsenik. Schau mal, ob es hier irgendwelche Viecher gibt. Ansonsten können wir nämlich die Bäume hier nutzen. Ja. Ansonsten müssen wir uns halt ganz schnell aus dem Staub machen, ne? Wie gesagt, ein bisschen Rinde ist nicht verkehrt. Damit wir, ich glaube, mit Rinde hatten wir dieses verformte Holz, oder was das war. Huch. Beinahe hätte es uns erschlagen. Ist hier noch irgendwo noch ein gutes Stück Fels? Also Eisen? Nö, ne? Doch, hier. Schaut hin. Schaut hin, hier, die Stelle ist nicht die schlechteste, sag ich euch. Wenn es hier noch ein bisschen Kohle irgendwo gäbe, dann hätten wir nämlich zwei Spots, wo wir ein bisschen Eisen uns aneignen und ein bisschen Kohle halt auch. Ich weiß noch nicht, für was wir die Kohle brauchen, aber die brauchen wir hundertprozentig. So, ich denke, wir haben vielleicht sogar schon genug Holz. Und, ja gut, nee, wir haben glaube ich noch nicht genug Holz. Wir haben zwar genug Holz jetzt für unsere Wand, aber wir hätten wenigstens ein Fenster reinmachen können, oder? Ja, ist ja nur ein Camp. Ist ja weiß Gott nur ein Camp. So, dann machen wir das auch noch falsch. Genau, dann hat es einen gewissen Charme und ein Luftloch. Luftloch ist immer gut. So, können wir jetzt eigentlich... Wo ist denn eigentlich... Der Fluss ist da unten, ne? Da müssen wir jetzt nochmal hin. Können wir eigentlich auch noch... weil das würde ich doch gern noch... Mist. Was fehlt uns denn? Ja, Holz und Zwirn dazu. Aber Zwirn ist kein Problem. Holz halt. Na gut, dann gehen wir gleich runter. Holen uns ein bisschen Wasser. Und auf dem Nachhauseweg holen wir ein bisschen Holz mit, ne? Ist niemand, oder? Sieht's eigentlich ganz... Naja. Gerade noch gesagt, hier sieht's noch... ganz gut aus. Ja. Okay. So, dann gehen wir da hinten wieder rauf. So,
So, dann fahren wir hier ein bisschen Holz, ne? Soweit wir nicht angegriffen werden. Damit wir noch die Kiste bauen, wir brauchen wahrscheinlich nicht nur eine, sondern mehrere. Und dann haben wir hier noch ein Camp. Können uns hier noch ein paar Ressourcen. Nur müssen wir das ganze Ding wieder finden. Ne? Das ist natürlich ein Ding. Da müssen wir uns irgendwelche Anhaltspunkte schaffen. Aber ob ich die nach manchmal 2 Wochen Pause oder teilweise sogar 3 Wochen Pause wieder finde, halte ich für ein Gerücht. Glaubt ihr? So, wir werden gleich mal die eine Kiste schon bauen. Dann ist es schon mal fertig. So, dann können wir noch ein bisschen. Weil wir brauchen hundertprozentig noch eine zweite, wisst ihr? Wir brauchen auf alle Fälle noch eine zweite Kiste. Dort hinten, das ist noch ein. Den nehmen wir gleich mit, wenn es keine bedrohlichen Tiere dort gibt. Nehmen wir gleich noch das Eisen dort hinten mit. Dann ist es nämlich gar nicht so ein schlechter Spot hier. Ist das? Nicht so ein schlechter Punkt hier. Bisschen was gibt's hier? Schau mal hin, fast 100 Eisen haben wir rausgefarmt. Wäre natürlich blöd, wenn jetzt irgendwo so ein Vieh kommt, ne? Und uns mit einem Happen aufisst. Das wäre fast schon fatal, ne? Schauen wir noch ein bisschen hier am Rand entlang. Vielleicht finden wir noch ein Stück Eisen. Meistens ist es so versteckt hier, ne? Zum Rand. Was ist das da drüben? Ach nee, das Holz, ne? Das ist trockene Holz. Ich glaube, das braucht man auch. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ich weiß noch nicht, mit was man das am besten aberntet. Wir schauen mal kurz. Was ist denn das? Was will ich jetzt mit dem Fleisch am Messer? Nee. Wieso habe ich ein Fleisch? Wo ist denn meine Axt? Ach, hier. Hä? Achso, ist das drauf. Wieso kann ich die nicht. Achso, weil ich sie in der Hand habe. Oh, das ist zum Verrückt. Das ist leicht zum Verrückt. So. So, wir schauen mal, wenn wir jetzt hier mit drauf kloppen, was dann passiert. Ach, Äste bekommen wir daraus. Und was ist, wenn wir hier mit drauf kloppen? Ich habe gedacht, bekommt man trockenes Holz oder was raus? Was ist das? Rinde. Aber nicht zu schlecht Rinde. Äste kriegt man auch so. Und trockenes Holz. Also es ist echt immer wieder gut. Sag ich euch. Also das Universalwerkzeug. Achso, das geht nicht. Das Universalwerkzeug hier. Oh, eine Höhle. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Eine Höhle, müssen wir uns merken. Aber da gehe ich jetzt auf keinen Fall rein. Und wenn die nur 3 Meter tief ist, mit dem, was wir jetzt im Gepäck haben, wenn uns das verlustig geht. Nee. Beim besten Willen.
Dann würde ich mich... Dann würde ich mich schwer... Würde ich mich dreimal in den Hintern beißen. So, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Ne, da hinten ist noch was. Das nehmen wir noch mit. Aber vorsichtig. Ja, dann können wir hier gleich eine Höhlenforschung noch machen, ne? Hätte man beinahe gar nichts gesehen. Hier ist es wirklich schön ergiebig. Hier ist es echt ergiebig. Schön. Vielleicht bauen wir uns hier sogar wirklich ein großes Lager, sag ich euch. Hier ist eine Höhle und so. Ja, aber das entscheidet man. Das entscheidet man erst, nachdem wir noch weiter ein bisschen explored haben, ne? Exploriert haben. Nimm noch ein bisschen Pflanzenfaser mit. Weil Zwirn kann man auch nie genug haben. Das ist hier recht ergiebig. Man sieht ihn kaum. Man sieht unseren Protagonisten kaum. Aber das ist wirklich ergiebig hier. Die rote Schildlaus. Hier gibt es aber... Na gut, kann ja keine Rinde geben. Bei einer Kaktier. Das verstehe ich. Ja, das ist ja gut hier. Hier, das gefällt mir. Wissen wir jetzt eigentlich, wo wir wieder hin müssen? Nee, ne? Irgendwo hier rüber. Ich denke, hier drüben... Aber wenn es immer Nacht ist, ne? Sind immer alle Katzen grau. Ich denke, hier oben rauf sind wir. Nee. Nö. Hier sieht spinnenmäßig aus. Oha. 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 Ich habe mich schon wieder total verfranst. Da ist das Wasser. Wir gehen mal in Richtung Wasser. Kann man nicht allzu viel falsch machen. Da hinten sind Spinnen. Und ich glaube, ich habe auch Metall gesehen. Ich glaube, hier sind wir gar nicht so falsch, oder? Ich habe mich verfranst. Gibt's nicht, oder? Habe ich schon wieder verlaufen. Warte mal, aber wenn wir schon mal uns verlaufen haben, dann nehmen wir zumindest noch das Metall hier mit. Mein Orientierungssinn ist echt nicht von dieser Welt. Huch. Nee, hier ist doch richtig. Wieso haben wir den Spot nicht gesehen? Ich wäre beinahe wieder zurückgelaufen, um ehrlich zu sein. Wie können wir uns das merken hier? Wenn wir hier drauf schauen. Hier hinten, ja gut, das sieht man nicht. Hier die von den Statuen eigentlich direkt in unsere Richtung, ne? Das wäre die Idee.
Nett. Er ist halt ein bisschen höher, ne? Nimmt eigentlich ganz so die Luft. So, dann haben wir es schon rein? Ich bin mir nicht sicher. Nee, haben wir nicht. Dann können wir gleich noch ein zweites dazu bauen. Ich glaube, wir haben genug Materialien. Ja, nee, haben wir nicht. Aber hätten wir. Gut. Sehr schön. Ja, und jetzt das Einlagern mache ich natürlich alleine. Ne? Baue ich noch mit euch jetzt hier die zweite Kiste hin. Und ich glaube, das reicht erstmal, aber die müssen wir wahrscheinlich noch erweitern. Ich glaube, da brauchen wir noch eine Kiste. Oder kann man ja auch noch. Jawohl. Okay. Ach so. Nee, das lassen wir mal. Die Bettstadt ist dort, wo sie jetzt gerade ist, ist ja gar nicht so schlecht. Wenn wir sterben, kommen wir eben dort raus. Ne? Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ist in Ordnung. Gut. Also dann. Ich sag ciao, ciao. Wie sieht denn eigentlich jetzt unsere Rüstung aus? Ein bisschen hat sie gelitten, aber nicht viel. Wir haben noch so ein Rüstungs... Wartungsset, ne? Wenn es ein bisschen, müssen wir schauen, was das bringt. Keine Ahnung. Ciao, ciao.